Ich habe die krasseste Überraschung ever bekommen. Denn zum Valentinstag hat mein Freund einfach einen Überraschungstrip organisiert. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Viele meinten Paris. Weil da wir beide Paris nicht so mögen, wusste ich, da geht es nicht hin. Für mich ging es einfach nach Venedig. Leute, ich habe es einfach überhaupt nicht kommen sehen und es war so schönes Wetter. Und wir haben sogar noch einen Tag vom Karneval damit erlebt. Leute waren so krass verkleidet. Angekommen mussten wir natürlich erstmal was essen. Für mich gab es Pasta und für meinen Freund Calamari. Und Garnelen. Die Pasta war ganz in Ordnung, aber die Calamari waren wirklich so lecker. Das waren die besten, die ich je gegessen habe. Danach haben wir ein bisschen Sightseeing gemacht. Und an jeder Ecke waren wirklich verkleidete Leute. Ich glaube, ich bin an einem Tag noch nie so viel gelaufen. Hier gibt es ja keine Autos. Keine öffentlichen Verkehrsmittel. Und keine Fahrräder. Am Abend war die Stadt ein bisschen gruselig, weil die Gassen so eng und dunkel waren und es gab einfach kein Leben. Ein Muss in Italien ist natürlich Pizza essen. Für dieses Stück haben wir einfach 4 Euro bezahlt und das war die leckerste Pizza ever. Die Salami war so geil. Danach waren wir noch in einer Bar, wo wir dann so typisch venedische Häppchen probiert haben. Venedig, venedisch, ist das ein Wort? Auf jeden Fall, das Essen war jetzt nicht so meins. Gib mir immer Mühe, was Neues auszuprobieren, aber irgendwie ist es nie das Wahre. Und das war unser erster Tag.